Ja, Wolfgang Sternstein hat's gesagt und ihr habt's wiederholt. Wer oben bleiben will, braucht langen Atem. Das haben wir, das zeichnet uns aus. Und deshalb will ich jetzt noch auf zwei Punkte zu sprechen kommen, wo langer Atem nötig ist. Das erste ist das Thema Bürgerbegehren. Auf der vorletzten Montagsdemo wurde bekannt gegeben hier von dieser Bühne, dass bei den Bürgerbegehren die 20.000er Marke jeweils geknackt worden sei. Und das stimmt auch. Bei den grünen Listen waren es sogar 20.800, die beim Statistischen Amt abgegeben worden sind. Aber leider waren davon mehr ungültig, als wir erwarten konnten, nämlich über 2.000, vor allem durch Doppelunterschriften. Das heißt, jetzt sind noch einmal unsere Durchhaltequalitäten gefragt. Wir brauchen jetzt noch einen zweiten langen Atem kurz vor dem Ziel. Dann haben wir einen weiteren Hebel, um Politik und Bahn unter Druck zu setzen. Das Problem ist in dem Fall nicht das Statistische Amt. Das zeigt sich so, die Vertrauensleute, die die Unterschriften abgegeben haben, sehr kooperativ, legt keine Steine in den Weg und macht seinen Job korrekt. Das heißt, wir müssen hier nochmal dranbleiben. Wer noch nicht im Sammlerverteiler ist, kann seine Mailadresse oder Telefonnummer am Parkschützerstand hinterlassen und kriegt dann Infos, wo Stände zum Unterschriftensammeln geplant sind. Und je mehr von Ihnen und euch dabei sind in den Stadtteilen, im Stadtzentrum, desto schneller werden wir diese Lücke, die jetzt durch Doppelunterschriften entstanden sind, schließen. Ein kleiner Dämpfer nur angesichts dem, was wir alles schon erleben mussten. Und wir bleiben deshalb auch hier dran. Atem 2. Ingenieure gegen Stuttgart 21, Ingenieure 22 planen für den 6. September zusammen mit der Tunnelbohrerkampagne eine Fahrt nach Bonn. Und zwar zum Eisenbahnbundesamt. Denn dort sitzen ja bekanntlich die Leute, die darüber zu entscheiden haben, sicherlich nicht ganz unbeeinflusst von der Politik, die darüber zu entscheiden haben, ob die Bahn die abzupumpende Grundwassermenge abpumpen darf oder nicht. Deshalb planen unsere Mitstreiterinnen für Samstag, den 6. September, diese Fahrt nach Berlin, nach Bonn, und wollen dort unübersehbar und sichtbar vor dem Eisenbahnbundesamt demonstrieren, dass das EBA seiner Verantwortung auch für diese Stadt nachkommen muss. Aufrufe wird es noch geben. So viel zum Thema langer Atem und Durchhalten. Da sind wir geübt und das werden wir schaffen. Jetzt kommen wir, kurz bevor der Demozug beginnt, noch zum Fahrplan für die nächsten Montagsdemos. Wie ihr wisst, wird hier auf dem Marktplatz wieder das Weindorf veranstaltet. Das heißt, am 18. August, nächsten Montag, werden wir uns hier wieder zur Montagsdemo treffen, aber eine Woche darauf ist hier der Aufbau des Weindorfs und der Marktplatz belegt. Das heißt, dann am 25. August wird die Kundgebung im Kernerviertel stattfinden, aus aktuellem Anlass in der Schützenstraße vor der Landeswasserversorgung. Dort kommt man hin von der Haltestelle Staatsgalerie, die Sängerstraße respektive die Sängerstaffel hoch bis zum Schützenplatz und dort rechts in die Schützenstraße. Am 1. September, am 8. September und am 15.9. Entschuldigung, am 1. September, am 8. September wird die Kundgebung dann auf dem Schlossplatz stattfinden. Und am 15. September, wenn hier immer noch wegen Abbau des Weindorfs blockiert ist,
Am 15. September sind wir dann wieder auf dem Marktplatz. Jetzt kann der Demozug losgehen. Er geht wieder über den Schillerplatz zum Schlossplatz, wo der Schwabenstreich stattfindet. Er geht weiter über die Bolzstraße, in die Laudenschlagerstraße, zur Schillerstraße, zur ehemaligen Straße am Schlossgarten, wo dann die Montagsdemo endet. Ich grüße euch, ich wünsche einen guten Nachheimweg, eine schöne Demo. Oben bleiben! Und wer auf den Demonstrationszug vielleicht mit nach Hause noch die ein oder andere CD von mir mitnehmen will, der kann das ganz gerne hier vorne bei mir erledigen.